Hallo, guten Tag. Sind Sie hier der Vermieter von diesen Booten? Ja, da bin ich. Worum geht's denn? Ich würde gerne eins von diesen Elektrobooten für eine Stunde mieten, um meine Frau da drüben abzuholen. Ja, das tut mir jetzt wirklich leid, aber wir machen hier in einer Dreiviertelstunde zu. Naja, dann nehme ich es eben für 45 Minuten. Ich zahle Ihnen schon die volle Stunde. Keine Angst. Darum geht's doch gar nicht. Was sagten Sie, was wollten Sie machen? Meine Frau abholen. Die ist um den See gewandert. Und wir hatten ausgemacht, dass ich sie um 4:30 da drüben an dem Kraftwerk abhole. Ja, eben nicht. Das schaffen Sie in den 45 Minuten nie und nimmer. Hier, maximal 5 km/h. Und daran ist gar nichts zu rütteln. Na ja, Mensch, ich muss doch darüber. Nicht. Ich kann doch meine Frau nicht einfach da drüben stehen lassen. Wie breit ist denn der See hier an dieser Stelle? Also ungefähr 1400–1500 Meter. Na also, dann reicht's doch dicke. Nein, das reicht eben nicht. Doch, reicht! Endgültig nein, reicht nicht. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur zweiten Folge der Telekolleg-Reihe Physik. Auch in dieser Sendung geht es wieder um Bewegungen und vor allem um Geschwindigkeiten. Die Frage in unserem Einspielfilm war doch, ist es zu schaffen, in 45 Minuten zum anderen Ufer und zurückzufahren? Die Formel, mit der sich diese Aufgabe lösen lässt, kennen Sie bereits aus der letzten Sendung. S gleich V mal T. Also der Weg ist die Geschwindigkeit mal der Zeit. Also setzen wir ein. Das Boot bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 5 km/h. Die Entfernung zum anderen Seeufer und zurück beträgt 3 km. Das Elektroboot braucht also, um zum anderen Ufer des Sees zu fahren und wieder zurückzukommen, 0,6 Stunden. Das sind 36 Minuten. Da der Urlauber ungefähr 45 Minuten Zeit hat, müsste es also zu schaffen sein, wenn nichts dazwischen kommt. Aber was könnte denn dazwischen kommen? Nun, es könnte zum Beispiel auf der Rückfahrt Gegenwind aufkommen. Das Boot käme dann nicht so schnell voran. Auch Seitenwind wäre unschön, denn das Boot würde abgetrieben, der Urlauber müsste gegensteuern und das kostet Zeit. Die Stärke des Windes würde dabei eine wichtige Rolle spielen. Die Geschwindigkeit des Bootes und die Geschwindigkeit des Windes würden miteinander konkurrieren. Und damit sind wir beim Thema der heutigen Sendung. Was passiert, wenn die Bewegung eines Körpers, so sagen die Physiker, von 2 Geschwindigkeiten bestimmt wird? Die Überlagerung 2er Geschwindigkeiten wollen wir einmal an der Strömungsanlage der Bundesanstalt für Wasserbau in Karlsruhe untersuchen. Dazu beobachten wir dieses kleine Boot, das einen Kanal überqueren soll. Damit das Boot nicht in Strömungsrichtung abgetrieben wird, muss es gegensteuern. Wie kann man aus der Strömungsgeschwindigkeit des Wassers und der Eigengeschwindigkeit des Bootes ermitteln, wie groß die tatsächliche Geschwindigkeit des Bootes ist und welche Richtung es nimmt? Qualitativ lässt sich sofort sagen, je größer die Strömungsgeschwindigkeit, desto stärker muss das Boot gegensteuern. Will man es genauer wissen, so muss man die beiden Geschwindigkeiten, die hier eine Rolle spielen, messen. Da ist zunächst die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers. Dass dieses Wasser tatsächlich eine Strömungsgeschwindigkeit hat, kann man so nicht unmittelbar sehen. Wir lassen daher einen Tischtennisball im Wasser treiben. Und die Geschwindigkeit messen wir, indem wir den Weg bestimmen, den dieses schwimmende Tischtennisbällchen in 10 Sekunden zurücklegt. In 10 Sekunden legt das Bällchen einen Weg von 80 cm zurück. In einer Sekunde den 1/10, also 8 cm. Die Strömungsgeschwindigkeit beträgt demnach 8 cm pro Sekunde. Um die Eigengeschwindigkeit des Boots messen zu können, haben wir die Strömung ausgeschaltet. Wir bestimmen den Weg, den das Boot in 10 Sekunden zurücklegt. In 10 Sekunden legt das Boot einen Weg von 2 Meter, das heißt 200 Zentimeter, zurück. Dies ergibt eine Geschwindigkeit von 20 Zentimeter pro Sekunde. Nun schalten wir die Strömung wieder ein und überlagern die Bewegung des Wassers mit der Eigenbewegung des Boots.
Zwischen den drei Pfeilen besteht ein interessanter, einfacher Zusammenhang. Verbindet man die Spitzen der Pfeile, so entsteht ein Parallelogramm, in dem der Pfeil, der die Überlagerung kennzeichnet, also der rote Pfeil, Diagonale ist. Diesem Pfeil kann man unmittelbar die Richtung, in die das Boot gefahren ist, entnehmen. Auch den Betrag der Geschwindigkeit kann man ablesen. Das Boot fährt in 10 Sekunden 174 cm, hat also eine Geschwindigkeit über Grund von 17,4 cm pro Sekunde. Wenn die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers oder die Eigengeschwindigkeit des Bootes anders ist, wie es ja in der Realität durchaus der Fall ist, so muss man nicht jedes Mal neue Versuche durchführen. Mithilfe eines solchen Pfeildiagramms kann man jeweils Richtung und Betrag der Geschwindigkeit des Boots über Grund zeichnerisch bestimmen. Nehmen wir einmal an, die Strömungsgeschwindigkeit verdoppelt sich. Sie beträgt also jetzt 16 cm pro Sekunde. Dann muss man nur wieder die beiden Geschwindigkeitspfeile zu einem Parallelogramm ergänzen. So erhält man die Richtung und den Betrag der Geschwindigkeit des Boots über Grund. Man sieht sofort, dass das Boot bei doppelter Strömungsgeschwindigkeit stärker abgetrieben wird. Bei Wahl eines geeigneten Maßstabs kann man die Pfeile unmittelbar als Veranschaulichung der Geschwindigkeiten interpretieren. Die Strömungsgeschwindigkeit beträgt jetzt 16 cm pro Sekunde. Die Eigengeschwindigkeit des Boots beträgt nach wie vor 20 cm pro Sekunde. Die Geschwindigkeit des Boots über Grund hat jetzt den Betrag 18,4 cm pro Sekunde. Man kann also auf diese Weise Versuche durch Zeichnungen ersetzen. Das geht auch, wenn das Boot eine andere Fahrtrichtung wählt. Wenn das Boot stärker gegen die Strömung steuert, wird es weniger abgetrieben. Dafür verkleinert sich aber auch seine Geschwindigkeit über Grund deutlich. Sie liegt jetzt nur noch bei 7,4 cm pro Sekunde. An den Beispielen haben Sie gesehen, dass es beim Arbeiten mit Geschwindigkeiten nicht nur auf den Betrag, also den Zahlenwert, ankommt, sondern auch auf die Richtung. Die Geschwindigkeit ist also eine physikalische Größe, die durch zwei Angaben eindeutig festgelegt ist, durch Betrag und Richtung. Die Geschwindigkeit ist aber nicht die einzige physikalische Größe, die nur durch Angabe von Betrag und Richtung eindeutig festgelegt ist. Sie werden weitere Größen dieser Art in den nächsten Lektionen kennenlernen. Die Physiker benutzen für alle Größen, die durch Betrag und Richtung gekennzeichnet sind, einen gemeinsamen Oberbegriff, nämlich Vektor. Ein Vektor ist also ganz allgemein eine physikalische Größe, die durch Betrag und Richtung festgelegt ist. Die Geschwindigkeit ist also ein Beispiel für einen Vektor. Da es bei Vektoren auf Betrag und Richtung ankommt, lassen sie sich sehr gut durch Pfeile veranschaulichen. Die Länge des Pfeils gibt dabei Auskunft über den Betrag der Geschwindigkeit, die Pfeilspitze zeigt die Richtung an. Werden zwei Geschwindigkeiten überlagert, wie zum Beispiel im Strömungskanal, so kann man die sich daraus ergebende Geschwindigkeit mithilfe eines Pfeilparallelogramms berechnen. Die Pfeile an den Seiten des Parallelogramms heißen allgemein Komponenten. Aus diesen beiden Komponenten wird die tatsächliche Geschwindigkeit zusammengesetzt, komponiert. Der Pfeil auf der Diagonalen heißt resultierende, weil sie aus den Komponenten resultiert, das heißt aus den beiden Komponenten hervorgeht. Als Variable für die Geschwindigkeit wählt man V, das kommt vom Lateinischen, velocitas, Geschwindigkeit. Für verschiedene Geschwindigkeiten hängt man an das V einen Index, zum Beispiel VE für Eigengeschwindigkeit, VS für die Strömungsgeschwindigkeit. Um deutlich zu machen, dass es sich bei den Geschwindigkeiten um Vektoren handelt, dass also Betrag und Richtung eine Rolle spielen, setzt man über das V einen Pfeil. Die resultierende, also die tatsächliche Geschwindigkeit über Grund, bezeichnen wir mit Vg. Sie ergibt sich als Überlagerung aus den beiden Komponenten Ve plus Vs. Dafür schreibt man Ve plus Vs gleich Vg. Hier werden also Vektoren addiert.
Die Addition von Vektoren ist etwas anderes als die Addition von Zahlen. Denn bei Vektoren muss auch immer die Richtung berücksichtigt werden. Wir wollen deshalb die Addition von Vektoren immer grafisch durchführen, und zwar mit Hilfe eines solchen Parallelogramms. Dass man nicht einfach drauf losrechnen darf, haben Sie bereits gesehen. Wir wollen es am Modell noch einmal verdeutlichen, indem wir zum Beispiel die Richtung dieses Vektors verändern. Beobachten Sie einmal den Betrag der resultierenden, also die Länge des grünen Gummibandes. Der Betrag der resultierenden hat sich verändert, obwohl die Beträge der Komponenten gleich geblieben sind. Man darf also bei der Überlagerung von Geschwindigkeiten nicht einfach die Beträge addieren. Mit einer Ausnahme, wenn die Komponenten parallel zueinander sind. Wie Sie sehen, nähern sich die Richtungen der Vektoren einander an. Wenn das Modell es zuließe, dann könnten alle Vektoren parallel zueinander liegen. In diesem Fall wäre der Betrag der resultierenden gerade die Summe aus den Beträgen der Komponenten. Denn diese Strecke entspricht gerade diesem Vektor. Der Betrag der resultierenden wäre also der Betrag dieses Vektors und der Betrag dieses Vektors. Auch im Alltagsleben begegnen uns solche Überlagerungen von Geschwindigkeiten, aber nicht immer verhalten wir uns intuitiv richtig dabei. Der hier hat es aber wohl besonders eilig. Hoppla, jetzt wäre er beinahe noch hingefallen. Wieso das denn? Er hat doch gesehen, dass das Band zu Ende ist. Aber er hat sich in seinem Verhalten nicht darauf eingestellt. Schauen wir uns das nochmal an und überlegen uns, wie das hier mit der Überlagerung von Geschwindigkeiten aussieht. Der Mann bewegte sich auf dem Band mit einer bestimmten Gesamtgeschwindigkeit. Diese Gesamtgeschwindigkeit setzt sich zusammen aus der Geschwindigkeit, mit der sich das Band selbst bewegt, und der Eigengeschwindigkeit des Mannes. Aus der Zusammensetzung dieser beiden Einzelgeschwindigkeiten entstand die Gesamtgeschwindigkeit, mit der sich dieser Mann vorwärts bewegte. Am Ende des Bandes entfiel diese Komponente, nämlich die Eigengeschwindigkeit des Bandes. Der Mann wurde daher abrupt abgebremst und genau darauf hatte er sich nicht eingestellt. Auch in unserem nächsten Beispiel geht es um die Überlagerung von Bewegungen. Während bisher immer die beiden Komponenten gegeben waren und die resultierende gesucht wurde, ist im folgenden Beispiel einmal die resultierende gegeben. Guten Tag. Guten Tag. Ich suche jemanden, bei dem ich ein Flugzeug chartern könnte. Können Sie mir vielleicht da weiterhelfen? Ja, da sind Sie bei mir goldrichtig. Wo soll es denn hingehen? Oder wollen Sie nur einen Rundflug hier über Casablanca? Nein, nein, keinen Rundflug. Ich muss bis morgen in Lissabon sein. Gehen wir doch in mein Büro. Haben Sie es denn schon mal mit einem Linienflug versucht? Ich meine, ich möchte mir natürlich kein Geschäft entgehen lassen. Bitte. Aber ein normales Flugticket von Casablanca nach Lissabon, es ist halt schon erheblich billiger. Leichter gesagt als getan. Beide Flüge, die noch reichen würden, sind absolut ausgebucht. Mir bleibt also gar nichts anderes übrig. Das sind Sie nicht der Erste, der zu mir kommt. Adil, möchten Sie einen Tee? Ja, gerne. Adil, bringst du uns Tee? Ich meine, mich freut's natürlich. Das kostet Sie allerdings 7.500 Dirham. Wann müssten Sie denn in Lissabon sein? Also, mein Termin ist erst morgen um 10 Uhr. Wir müssten also genügend Zeit haben. Das Problem ist nur, ich habe keine Nachtflugberechtigung. Ja, und jetzt ist es schon zu spät. Aber wenn wir morgen früh losfliegen würden, mal sehen. Casablanca, Lissabon,
Das sind ungefähr 600 Kilometer. Wann sagten Sie, ist der Termin? 10 Uhr in der Innenstadt von Lissabon. Wenn wir eine Stunde zur Sicherheit einplanen, dann müssen wir um 9 Uhr da sein. Ja, ab 6 Uhr darf ich fliegen. Von 6 bis 9, das sind 3 Stunden. Bei einer Flugstrecke von 600 Kilometern, dann müssten wir 200 Kilometer pro Stunde schaffen. Ja und? Wo ist da das Problem? Das muss doch wohl gehen. Naja, eigentlich schon, aber es hängt natürlich auch etwas am Wetter. Der Wind kann uns da schon etwas zu schaffen machen. Ich schlage vor, wir treffen uns morgen um 5:30. Bis dahin habe ich dann auch die Wetterdaten. Ja, dann bis morgen. Ja. Okay, vielen Dank. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe mir gerade die Wetterdaten durchgeben lassen. Es sieht gar nicht schlecht aus. Klare Sicht und der Wind kommt mit 46 Kilometer pro Stunde aus Nordwest. Also dann, nichts wie weg hier. Die Flugroute von Casablanca nach Lissabon führt genau nach Norden. Sie soll mit einer Geschwindigkeit über Grund von 200 Kilometer pro Stunde durchflogen werden. Diese Geschwindigkeit setzt sich aber aus zwei Anteilen oder Komponenten zusammen. Die eine ist die Windgeschwindigkeit. Der Wind kommt aus Nordwesten und hat eine Geschwindigkeit von 46 Kilometer pro Stunde. Die zweite Komponente ist die Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs gegenüber der umgebenden Luft. Die Frage ist nun, wie groß muss diese Eigengeschwindigkeit sein? Mit anderen Worten, wie schnell und in welche Richtung muss das Flugzeug gesteuert werden, damit es unter dem Einfluss des Windes mit 200 Kilometer pro Stunde genau nach Norden fliegt? Man wird auf jeden Fall etwas gegen den Wind steuern müssen. Und um die Windgeschwindigkeit zu kompensieren, muss die Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs sicher etwas größer als 200 Kilometer pro Stunde sein. Diese Situation müsste Ihnen bekannt vorkommen. Zwei Bewegungen überlagern sich, die entsprechenden Geschwindigkeiten setzen sich zu einer resultierenden Geschwindigkeit zusammen. Das ist eine ganz ähnliche Situation wie bei dem Schiff in der Strömung. Strömungsgeschwindigkeit plus Eigengeschwindigkeit des Bootes ergab die resultierende Geschwindigkeit des Bootes über Grund. Diese hatten wir durch Ergänzung zu einem Parallelogramm bestimmt. In diesem Beispiel stellt sich die Aufgabe anders. Eine Komponente, nämlich die Windgeschwindigkeit, und die resultierende sind bekannt. Gesucht ist die zweite Komponente, nämlich die Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs. Um sie zu bestimmen, müssen wir wieder ein Parallelogramm konstruieren. Der Pfeil für die Windgeschwindigkeit muss eine Seite dieses Parallelogramms sein. Und der Pfeil für die resultierende Geschwindigkeit muss diagonale sein. Man erhält das Parallelogramm, indem man die bekannten Seiten parallel verschiebt. Nun sieht man schon, wie der gesuchte Pfeil verlaufen muss. Dieser Pfeil stellt die Eigengeschwindigkeit des Flugzeugs dar. An ihm können wir nun ablesen, in welche Richtung das Flugzeug steuern muss. Nämlich von der Nordrichtung aus gemessen um 8 Grad nach Westen. Und wenn wir den Maßstab der Zeichnung beachten, können wir außerdem ablesen, wie schnell es fliegen muss. 20 cm entsprechen 200 Kilometer pro Stunde. 23,6 cm entsprechen demnach 236 km pro Stunde. Das Flugzeug muss also 236 km pro Stunde Eigengeschwindigkeit aufbringen. Kein Problem für ein modernes Sportflugzeug. Jetzt haben Sie schon verschiedene Beispiele für die Überlagerung von Bewegungen kennengelernt und jedes Mal haben wir die zugehörigen Geschwindigkeiten betrachtet. Immer waren dabei zwei Geschwindigkeiten bekannt. Entweder die beiden Komponenten oder aber eine Komponente und die resultierende. Die dritte, noch unbekannte Geschwindigkeit wurde dann mit Hilfe des Pfeilparallelogramms ermittelt. Es kommt jedoch auch vor,
dass man nur eine Geschwindigkeit kennt und von den beiden anderen nur die Richtung weiß. Auch in einem solchen Fall hilft das Pfeilparallelogramm. Und wie, das soll das folgende Beispiel einmal zeigen. Der Rhein zwischen Mainz und Koblenz. Da es zwischen den beiden Städten keine Brücke gibt, sind in diesem Flussabschnitt mehrere Fähren eingesetzt, die Personen und Autos befördern. Eine davon verkehrt zwischen Bingen und Rüdesheim. Die beiden Anlegestellen liegen aber nicht genau gegenüber, sondern sind etwa einen Kilometer gegeneinander versetzt. Um von Bingen nach Rüdesheim zu gelangen, muss die Fähre daher schräg gegen die Strömung fahren. Und wie schräg und mit welcher Geschwindigkeit sie dabei fahren muss, um auch tatsächlich dann in Rüdesheim anzukommen, das wollen wir jetzt einmal klären. Die Strömungsgeschwindigkeit des Rheins beträgt in diesem Flussabschnitt durchschnittlich 5 km pro Stunde. Damit die Fähre auf direktem Weg von Bingen nach Rüdesheim fährt, muss man die Fähre also über die direkte Richtung hinaus stärker gegen die Strömung halten. Die Frage ist, wie schnell muss sie dabei fahren, das heißt, wie groß muss die Eigengeschwindigkeit der Fähre sein, damit sie genau an der Anlegestelle in Rüdesheim ankommt. So? Oder so? Oder vielleicht so? Auch hier setzen sich zwei Geschwindigkeiten zu einer resultierenden zusammen. Die erste Komponente ist die Strömungsgeschwindigkeit, die wir kennen. Die zweite Komponente ist die Eigengeschwindigkeit der Fähre. Beide zusammen ergeben die Geschwindigkeit der Fähre über Grund. Aber so ist die Fähre offensichtlich zu schnell. Sie würde flussaufwärts an Rüdesheim vorbeifahren. Damit sie genau in Rüdesheim ankommt, muss die Eigengeschwindigkeit verringert werden. So stimmt es. Mit dieser Eigengeschwindigkeit kommt die Fähre genau in Rüdesheim an. Die Größe der Eigengeschwindigkeit können wir an der Länge des grünen Pfeils ablesen. Sie beträgt 25 km pro Stunde. Die Fähre müsste also von Bingen aus mit 25 km pro Stunde in diese Richtung fahren, um in Rüdesheim anzukommen. Das geht aber nicht. Die Höchstgeschwindigkeit einer solchen Fähre beträgt nämlich nur 16 km pro Stunde. Jetzt stimmt aber die Richtung der resultierenden nicht mehr. Wenn die Fähre mit nur 16 km pro Stunde in diese Richtung steuern würde, käme sie nicht gegen die Strömung an und würde viel zu weit flussabwärts landen. Kann sie trotzdem für die Fahrt von Bingen nach Rüdesheim eingesetzt werden? Ja, die Fähre kann auch mit der geringeren Eigengeschwindigkeit diese Strecke schaffen. Sie muss nur noch stärker gegen die Strömung steuern. Jetzt stimmt die Richtung wieder. Die Fähre fährt auf direktem Weg von Bingen nach Rüdesheim. Zum Schluss wollen wir die in dieser Sendung gewonnenen Kenntnisse zur Erklärung eines interessanten Phänomens heranziehen, das Sie vielleicht selbst schon einmal an Landstraßen beobachtet haben. Dabei wird auch die Kreisbewegung aus der letzten Sendung eine wichtige Rolle spielen. Haben Sie schon mal darauf geachtet, auf welcher Seite die Leitpfosten schmutzig sind? Vielleicht sagen Sie, das ist doch klar, die Autos schleudern den Schmutz von den Reifen nach hinten, also sind die Pfosten nur auf der Seite schmutzig, die den wegfahrenden Autos zugewandt ist. Sie irren sich, schauen Sie selbst. Es ist genau umgekehrt. Auf der dem wegfahrenden Auto zugewandten Seite sind die Pfosten relativ sauber. Auf der Rückseite jedoch mit Dreck bespritzt. Wie ist das zu erklären? Nehmen wir einmal an, der PKW fährt mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde. Ein Punkt auf der Reifenoberfläche legt dann auf seiner Kreisbahn in einer Stunde ebenfalls 80 km zurück. Er hat also eine Bahngeschwindigkeit von 80 km pro Stunde. Das gilt auch für die Schmutzteilchen, die sich auf dem Reifen befinden.
Löst sich ein solches Teilchen vom Reifen, so fliegt es tangential weg und behält zunächst die Größe seiner Bahngeschwindigkeit bei, 80 km pro Stunde. Dies ist aber nicht die einzige Geschwindigkeit, der es unterworfen ist. Alle Teile des Autos bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 80 km pro Stunde in Fahrtrichtung, also auch unser Schmutzteilchen. Es hat demnach zusätzlich eine Geschwindigkeitskomponente von 80 km pro Stunde in Fahrtrichtung. Aus diesen beiden Komponenten setzt sich die tatsächliche Geschwindigkeit des Schmutzteilchens zusammen. Wie man die resultierende gewinnt, wissen Sie bereits. Der rote Pfeil gibt die Richtung und den Betrag der tatsächlichen Geschwindigkeit des Schmutzteilchens an. Interessant ist vor allem die Richtung. Es fliegt nämlich nicht, wie vermutet, nach hinten weg, sondern nach vorn oben. So ist es zu erklären, dass die Leitpfosten an den Landstraßen in Fahrtrichtung gesehen hinten schmutzig sind. Diesen etwas verblüffenden Effekt kennen Sie wahrscheinlich alle vom Fahrradfahren her, besonders dann, wenn Ihr Fahrrad kein Schutzblech hat. Das wollen wir Ihnen jetzt auch nochmal zeigen. Ich möchte mich an dieser Stelle aber schon einmal verabschieden. Bis zur nächsten Folge in einer Woche.